Ein herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Donkey Kong 64. Im letzten Part konnten wir die eine Banane nicht mehr holen von Diddy Kong, weil wir immer runtergefallen sind. Oh, ich bin gleich drauf. Und die holen wir jetzt natürlich nach. Einmal Leben auffallen. Ich will hier nicht drauf gehen. Wollte ich im gesamten Let's Play nicht, aber haben wir trotzdem einmal nicht geschafft. Beziehungsweise wir sind einmal drauf gegangen. So, aber ich will aber kein zweites Mal mehr sterben. Donkey Kong Ballon, ich weiß. Alter! Wie schwierig ist das denn? Als ob das so schwierig ist! Tschüss! Das hier ist ja noch voll einfach. Jetzt bitte. Bitte. Wisst ihr was? Ich mache die Kamera so nah dran wie möglich. Ich mache die Kamera so. Warte kurz, bis es aufgehört hat zu drehen. Jetzt ungefähr. Was war das denn, bitte schön? Mache so und so und dann mache ich totale Blamage. Voll schwierig aus den Dingern. Mit Tastatur. Wisst ihr was? Ab jetzt werde ich es einfach immer cutten. Diesen Weg hier. Ab jetzt. Wenn ich immer wieder failen sollte. Safe States gibt es ja nicht. Wegen asynchronen Stellen. Geschieht irgendwie trotzdem. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall ist es jetzt still. So. Da sind wir wieder. Jawohl, geht doch! Meine Fresse, und das Schlimme ist noch. Eine Banane fehlt? Ach, ich weiß schon wo. Das Schlimme ist, wir müssen noch mit Lanky Kong da hoch. Die Banane ist schon da, okay. Und damit Donkey Kong. Das heißt, wir müssen noch zweimal hier rüber. Jetzt kann es uns egal sein, wenn wir runterfallen sollten, denn jetzt schaffen wir es auch fast. Ja. Meine Fresse, ey. Ja. Wir nehmen als nächstes Lanky Kong. Wir müssen sowieso den Weg nochmal hochlatschen wegen der Bananen. Mir doch jetzt egal, dass ich das Leben verloren habe. Ich muss hier einmal rennen. Schießen soll, ne? Raus hier! So, wir müssen einmal hochlatschen. Weil unterwegs ja einige Bananen versteckt waren. Währenddessen können wir das ja aktivieren. Allerdings ist dieser Knopf irgendwie unnötig, weil hier oben sowieso die goldene Banane da war. Aber zur Vollständigkeit halber öffnen wir es mal. So, wir müssen hier einmal wieder hoch. Kamera. Denke, kommt backt ein bisschen. Warum auch
auch immer. Wahrscheinlich wegen seinen Armen. Man geht hoch. So. Und jetzt einmal durch die Hölle. Fuck! Mann, ich mag diesen Raum jetzt schon nicht mehr. Oh. Alter, hallo? Ich war doch drauf. Unsichtbare Wand vor dem Wind. Jetzt sind wir hier oben. Oh nein! Heute läuft es einfach gar nicht bei mir. Komm, wir schaffen es noch. Wir schaffen es. Nein, nicht ganz. Hä? Hallo, ich will da hoch. Lanky Kong. Lanky Kong. Ich will da hoch. Geht doch! Oh, das Teil wurde langsamer. Beziehungsweise es steht noch. Sehr gut. Wir haben jetzt die 15 Bälle angesammelt. Yay. Jetzt müssen wir noch einmal auf den Zug warten. Aber es sollte nicht allzu schwierig sein. Hier sind noch 10 Bananen für Dingens hier Tiny Kong. Dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ne? Also die Münze will ich schon haben. Ebenso wie die hier. Die haben wir auch bekommen. Und jetzt. Oh, die sind noch. Ballon. Jetzt müssen wir hier rüber. Das Teil wird schneller, weswegen ich jetzt zum Entschluss komme oder kam, wie auch immer, hier am Moment zu warten, dieses Teil stehen bleibt. Ansonsten gehe ich ja nicht früher hoch. Nein! Da habe ich einmal kurz vergessen, mein Mikrofon wieder anzumachen. Ich war so. Ich bin mehrmals runtergefallen, schon 4-5 Mal, keine Ahnung. Na gut. Nur einmal. Und hat aber. Ja, was ist. Keine Ahnung. Ich bin einmal runtergefallen, bisher nur offscreen. Und habe hier vergessen, mein Mikrofon anzumachen. So. Man merkt, dass ich voll konzentriert bin. Die Kamera spielt auch nie mal wirklich mit. Man muss hier im Handstand gehen, weil wir sonst hier nicht hochkommen. Hochkommen, weil es einfach zu steil ist. Früher als Kind hatte ich Probleme gehabt, weil ich nicht wirklich verstanden habe, dass man hier einen Handstand machen muss. Sag mal, wir haben schon mit Lanky Kong durch? Das sind die letzten Bananen für ihn. Haben wir für Lanky Kong schon die Blaupause? Jetzt springe ich mit Absicht runter. Da hätte ich gleich auf die Plattform bleiben können. Landen können. Ich habe nicht gesehen, dass sie dort ist. Ich überlege gerade, haben wir die Blaupause für Lanky Kong schon? Wo befindet sich die überhaupt? Auf jeden Fall möchte ich die Blaupause für Lanky Kong jetzt holen. Jetzt ernsthaft, wo befindet die sich? Für Lanky Kong, die Blaupause. Ich weiß es gerade nicht. Guck, es wäre gleich besser, einfach gleich zu gucken, ob wir die Blaupause bereits schon haben. Ja! Nur für Donkey Kong
Also nur noch die eine fehlt. Okay, für Lanky Kong haben wir schon die Blaupause. Aber ich würde gerne mal wissen, wo sie noch mal war. Glaube ich weiß wo. Och nö. Mann! So, jetzt hier noch einmal rüber. Aber ganz langsam. Alter, als ob wir da durchgefallen sind! Mensch! Na, geht doch. Und jetzt haben wir noch die Challenge ganz geschafft. Wir müssen hier rüber. Den da killen. Und natürlich erstmal darauf landen. Jawohl. Dann haben wir mit Donkey Kong jetzt komplett abgeschlossen. Die Welt hier. Diddy Kong bald. Aber erstmal, bevor ich es überhaupt vergessen sollte, will ich einmal kurz Tiny Kong switchen. Zu Tiny Kong switchen. Zu Tiny Kong. Tiny Kong switchen endlich mal. Ah nee. Wir haben da noch etwas. Kleine Änderung, wir gehen erstmal zu Chunky Kong. Okay. Wir müssen einmal runter. Das ist für Tiny Kong, nicht für Chunky. Und hier, ich finde die Zeit dazu, die wir gleich bekommen, die ist richtig lame. Ich glaube 99 Sekunden haben wir Zeit, da oben zu gelangen, genau. Die ist richtig lame. Okay, merken, der kann angreifen, obwohl er einfach nur rumläuft. Wie man schaut euch das an, 90 Sekunden, wir sind schon hier. Na gut, wir müssen erstmal darauf landen. Rüberlatschen. Okay, das war knapp. Wir können gleich Münzen einsammeln, wenn wir schon hier sind, ne? Wir haben die Welt nicht abgeschlossen, Leute! So, wir runter. Wenn wir schon hier sind, doch die Münzen sammeln. Ja, die Welt ist abgeschlossen. Wieder runter. Zu Tiny Kong. Mich überrascht es wirklich, wie schnell wir hier durch sind. Oh, das war nicht ganz so geplant. Denn ich glaube, im Tiny Kong kann man so machen, dass man keinen Fallschaden bekommt. Ach, da, das wird schwierig. Aber wir werden es in diesem Part die Welt nicht abschließen können. Das schaffen wir nicht wirklich. Wir haben nämlich noch einen Bananenfass. Und für welchen Kong fehlt noch eine Banane? Ich muss ein bisschen gucken. Also, Tiny Kong haben wir gefunden. Das ist ja für die Blaupause. Diddy Kong, wissen wir auch, wo die ist? Für Chunky Kong fehlt noch eine. Ah, ich weiß auch wo. Und die werden wir auf jeden Fall machen. Da müssten wir sowieso, aber ich meine, jetzt in diesem Part werden wir das machen. Gut, dass hier ein paar Bananen versteckt sind. Eigentlich irgendwo ein Ballon für Tiny Kong? Ne, den haben wir schon zu Platz. Mann! Kamera plus Tastatursteuerung nicht wirklich optimal. So. Damit. Wir haben es noch nicht ganz abgeschlossen. Oh ne, sag bloß, dass da wirklich noch weitere fünf Bananen sind. Oh, ganz knapp. So, Bonusspiel. Ach, das ist ganz einfach. Wir müssen immer auf die Banane schießen. Wir dürfen nicht auf unsere Freunde schießen. Sagt er, macht sowas.
ist aber ganz einfach. Einer der einfachsten Minispiele. Egal welcher Schwierigkeitsgrad. Man muss so schnell reagieren können. Und es ist immer durch Zufall, wo die Bananen versteckt sind. Und die sind nicht mal bei diesem Bonusspiel immer gleich platziert. Und wirklich immer durch Zufall. Dann haben wir schon das Minispiel durch. Hui. Bei ihr fehlen noch 15 Bananen. Ich weiß auch, wo die sind. Da sind 5. So, jetzt kriegen wir... Ich glaube, wir kriegen jetzt keinen Fallschaden. Egal, wie tief wir fallen. Das ist geil, oder? So, wir müssen... da lang. Versteckt? Fragezeichen? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht! Wobei, das mit Chunky Kong, ich weiß nicht, ob wir es in diesem Part schaffen. Wenn ich mir die Zeit angucke. Vier Minuten haben wir noch. Wir haben noch ein zusätzliches Minispiel da. Und ich weiß schon, was das für ein Minispiel ist. Ich habe eigentlich keinen Bock dazu. Aber das müssen wir machen, ne? So! Für Tiny Kong sind wir hier durch. So, einmal kurz durchchecken. Lanky Kong durch, Diddy Kong durch, Donkey Kong durch, Chunky Kong. Und ich weiß auch, wo die sind. Es ist nicht toll, dass ich immer weiß, wo es ist. So, wir machen, also wir schließen jetzt die Welt mit Chunky Kong ab. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall den Bossfight sehen. Oder? Na gut, wenn wir diesen Minispiel nicht zu lang brauchen, dann ja. Aber ich denke, ich gehe davon aus, dass wir das sehen werden. Hier. Dass wir den, also dass wir im nächsten Part den Boss schaffen, das da gehe ich mal von aus. Und die Lanky Kong Blaupause befand sich ja hier bei diesem Raum. Hier, der Typ, ja. Aber ich wollte schon mal zum nächsten Part damit hier anfangen, oder damit noch. Aber hab's total vergessen. Nein. Yep, ich habe vergessen, hier das Instrument zu holen. Hier gibt es einen kurzen Cut. Ich gehe kurz nach Aztec Arena rüber und hole mir die Triangel. Bis gleich. So, da sind wir kurz in der Aztec Arena mit Chunky Kong. Kräftiger Kerl. Für nur 3 Münzen bringe ich die Tonleiter bei, so wie den ganzen anderen Kongs. Ja, Melonen. Wo sind Melonen? Melonen. Nee, tut mir leid, auch für dich. Sage ich es nochmal. Die Melonen sind reserviert. Hier aber die Einladung zu, wie du diese Triangel benutzt. Halt der Zelt gedrückt und bla bla bla. Nee, gibt's leider nicht. Wir sehen uns dann. Ciao. Keine Melonen. So, da wären wir wieder. Ja, tut mir leid, ich habe total vergessen oder total verpennt, dass wir hier noch eine Triangel besorgen müssen. Und jetzt können wir hier rein. Natürlich hier. Ballons? Waren hier nicht 2 Ballons? Ich weiß, dass da überall noch weitere Dings versteckt sind. Och nö. Aber ich sammle die gleich ein. Ich ahne was. Ich ahne was Böses. Hier sowieso. Und zwar kleine Kämpfe. Boom! Und die Welle war wirklich schwierig. Nächste Welle. Neue Viecher. Die begegnen wir auch nur hier. Keine Ahnung, was das für Teile sind. So, Welle 2 haben wir überstanden. Welle 3. Domino! Oh oh, Welle 4 ist nicht so schön. Die machen da irgendwas. Oh mein Gott, die transformieren sich! Zum
Boss. Oder zu einem Boss. Zack. Und deswegen wollte ich die Bananen noch nicht sammeln, weil wir die jetzt machen. Oder weil wir das jetzt machen. Zack. Fuck, uns fehlen 10 Bananen. 3. 4. 5. 5. 6. Der ist nicht ganz so wenig wie wir. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Also der hält so einiges aus. 16 Schläge ausgehalten. Und dann haben wir die goldene Banane. Aber wo sind... Leute. Der Part ist auf jeden Fall jetzt zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part machen wir die letzte Banane für Diddy Kong. Und die letzten 10 Bananen für Chunky Kong. Die muss ich aber erstmal suchen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Müffelpee.